Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, Augsburg ist eine der schönsten Städte der Welt. Das sagen ganz viele Menschen, die hier leben. Als OB liebt man diesen Satz. Ist das nicht das Wunderbarste, was man über seine Stadt sagen kann? Dass ein Ort, an dem man lebt, zu den schönsten gehört, die man sich vorstellen kann? Viele von Ihnen werden sagen, ja klar, ist doch selbstverständlich. Selbstverständlich? Was bedeutet selbstverständlich in diesen Zeiten? In diesen Zeiten, die zu den größten Krisen nach dem Zweiten Weltkrieg zählen werden. Was bedeutet das Wort selbstverständlich? Ist es selbstverständlich, dass wir in einer gefestigten Demokratie leben, die sich ihre politische Führung immer wieder neu wählen kann? Ist es selbstverständlich, dass jede und jeder öffentlich sagen darf, was sie oder er denkt, für alle Welt sichtbar im Netz oder auch auf unseren Straßen und Plätzen? Ist es selbstverständlich, dass warmes Wasser aus unseren Hähnen kommt und sogar eines der besten Trinkwasser Europas? Ist es selbstverständlich, dass wir in einer sozialen Gemeinschaft leben, die auf den Schutz der Schwächsten Acht gibt? Ist es selbstverständlich, dass viele von Ihnen in Form von aktivem Ehrenamt Steuern und Spenden helfen, damit anderen geholfen werden kann? Nichts ist selbstverständlich. Nie war unser Leben weniger selbstverständlich. Und warum sage ich das? Weil ich mir persönlich für das kommende Jahr vorgenommen habe, nach all den Jahren der Krise, der Vielfalt der schlechten Nachrichten, wieder verstärkt auf das Nicht-Selbstverständliche zu schauen. Auf das, was Sie leisten. Auf das, was wir gemeinsam leisten als Stadtfamilie. Wir sehen, dass wir als Gesellschaft noch nicht wieder zusammengewachsen sind, wie wir das einmal waren. Aber all dem zum Trotz haben wir es geschafft, uns nicht spalten zu lassen. Wir sind mit Mut und Zuversicht und Hilfsbereitschaft durch die vergangenen Jahre gekommen. Und dafür möchte ich mich heute bedanken. Danke Ihnen, dass Sie den Laden am Laufen halten, dass Sie allen Widernissen zum Trotz alles geben, in der Familie, als Freund oder Freundin am Arbeitsplatz und als helfender Teil unserer Gemeinschaft. Mein Job ist es und wird es sein, Sie zu unterstützen und die Rahmenbedingungen in unserer Heimatstadt so zu gestalten, dass Sie weiter voller Freude und Überzeugung sagen können, Augsburg ist eine der schönsten Städte der Welt. Denn das ist sie. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Ihnen allen ein gesundes und glückliches neues Jahr in Augsburg.